endlich zu Hause. Klassenarbeiten korrigieren. Das Projekt für morgen vorbereiten. Und dann noch die Vokabeltests. Das muss ich ja auch noch korrigieren. Ich fange direkt an. Also. Oh, was ist denn? Wo habe ich denn jetzt den Stift? Wo ist denn mein Rotstift? Was hat der denn da hingeschrieben? Och Mann. Nee, dann mache ich jetzt erst, die Tests. Oder muss ich nehmen? Ja, dann das jetzt. Och nein! Wie sieht das denn aus hier? Wo haben wir es denn? Ach, das ist schon gleich Viertel nach acht und ich bin immer noch nicht weiter. Und morgen ist das große Projekt in der neuen. Dafür wollte ich doch eigentlich noch was einkaufen. Dann muss ich noch mal los. Riecht nach Feierabend. Oh, herrlich. So, auf eine Ecke. Das brauche ich bis morgen nicht mehr. Und die? Ach, ist mir egal, denn ich habe Feierabend. Okay, was machen wir? Serie schauen. Oh. Oh, herrlich ist das, Kehr. Oh, schön. Oh, mal gucken, was auf Netflix so abgeht. Was ist jetzt denn hier? Eine WhatsApp. Was will der denn jetzt hier? Hallo, ich habe Feierabend. Feierabend, was gibt's daran nicht zu verstehen, ey? Kann bis morgen warten. Mach doch selber. Ach, hi. Hey, boah, endlich na, Feierabend. Wie war's heute? Ja, da fragst du mich was. Schüler, die sind in der siebten Klasse und die benehmen sich wie kleine Babys. Die können doch nicht mal. Die können gar nichts. Echt? Die können wirklich gar nichts. Wie kann, man so blöd sein? Die wissen echt? Zum Teil ist das nicht. So schlimm? Die können zum Teil nicht eins und eins zusammenzählen. Das gibt's ja nicht. Oh, wie soll aus denen mal was werden? Das und was ja die, echt weißt stressig. Du, was die für Hobbys haben? Es gibt's nicht. Also was die so in ihrer Freizeit machen. Nicht mal irgendwie draußen ein bisschen Sport, Musik oder was wir so früher gemacht haben. Oh. Nee, die hocken nur an ihren Handys rum. Ja, das ist ja heutzutage, kannst du vergessen. Das kannst du knicken mit denen. Ja. Unsere Zukunft liegt in den Händen von diesen Schülern und die sind einfach nur doof. Endlich Feierabend und endlich Zeit für mich. Gut, dass ich die alte Schultafel übernehmen konnte. So, dann kann ich jetzt wieder in Ruhe an meine Matheaufgaben rätseln. Okay, was haben wir denn? Wir haben y gleich 3 hoch 2 plus x y minus 3 plus 5, 1. So, das passt, genau, cool. So, und jetzt noch q e d, was zu beweisen war. Das ist doch wieder ein toller mathematischer Beweis. Da kann ich wieder richtig stolz auf mich sein. Das hat echt Spaß gemacht. Wo hab ich denn die Arbeit von der Christina? Na, nee, das ist jetzt hier die von Melanie. Ach, nicht, dass mir wieder ein Heft fehlt. Also das war ja schon in der letzten Arbeit so. Das sehen die Schüler ja gar nicht gerne. Aber ich hab sie auch irgendwie nicht mehr. Nee, ach, wo ist, ach, das ist jetzt die Arbeit von Manuel. Wo ist denn die? Na, jetzt habe ich also die Arbeit von Christina und Manuel fehlen zwar jetzt, aber ja, kann ich ja auch nicht so. Also es ist auch nicht einfach, das alles immer hier so über den Überblick zu behalten. Also, naja, kriegen die einfach nur 3. Gott sei Dank, Tag ist geschafft. Und jetzt Zeit für das Wesentliche. Alexa, Musik an. Tanze Samba mit mir, hey!
tanzen dann beide ganze Nacht. Und die Schule, die ist geschafft. Oh, immer diese Stunden sitzen in der Schule. Oh, ich bin total verspannt. Jetzt geht's erstmal los mit ein bisschen Yoga. Ich bin gleich viel entspannter. So, dann ist jetzt Zeit, die Klassenarbeiten zu korrigieren. Aber hey, ich sitze nicht schon wieder. Dabei mache ich ein paar schöne Übungen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Boah, dieser Alltag in der Schule, der schafft mich einfach. Ich brauche Bewegung. Und zum Glück kann man Klassenarbeiten eigentlich überall korrigieren. So, jetzt gehe ich eine Runde joggen und nehme die mit. Na, wie war es in der Schule heute? Haben die Schüler dich wieder geschafft, oder? Die Schüler ist gut, aber die Lehrer, also meine Kollegen, das ist ja wirklich schlimm genug, dass es meine Kollegen sind, aber das ist wirklich... wieso, was ist denn da los? Das ist ein Verein da, das sage ich dir. Also ob von denen überhaupt irgendjemand studiert hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin die Einzige, die da irgendwas mit Lehramt studiert hat. Okay, ja, klingt ja nicht so toll. Also ist da nicht irgendjemand dabei, der ganz nett ist? Ich meine, dass du dich mal, bist ja noch nicht so lange da, vielleicht kann man sich ja mal treffen oder so, oder die Pause zusammen verbringen. Nee, also die Pause verbringe ich lieber alleine. Und ich sag dir was, ne? Der Herr Szymanski, der hat es nicht mal geschafft, die Arbeit zu korrigieren. Der hatte eine Woche Zeit. Eine Woche! Okay. Also was macht er denn in der Zeit? Das verstehe ich nicht. Ja, die nehmen alle nicht ihren Job so ernst, ne? Also ich finde das so merkwürdig. Gut, von der Kleidung brauchen wir jetzt erst gar nicht sprechen. Ich möchte mich da jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, ne? Aber immer dieses typische Lehrer-Outfit und dann immer so strenger Zopf und immer nur Karier tragen. Nee, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Von dem Schulleiter mal ganz abgesehen, ne? Also das ist wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte, ne? Hoffentlich denken die Schüler morgen alle daran, den Arbeitszettel unterschreiben zu lassen von den Eltern. Ich meine, ich hab's ihnen allen gesagt und vielleicht sollte ich da nochmal anrufen und eine kleine Telefonkette starten oder in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Weil wenn die das nicht mitbringen, dann krieg ich das wieder nicht hin, das pünktlich bei der Schulleitung einzureichen. Ich habe zwar jetzt eigentlich Feierabend, aber ich glaube, ich sag da nochmal gerade Bescheid bei den Schülern. So, dann schreibe ich mal schnell in unsere Klassen-WhatsApp-Gruppe, dass die dann alle morgen daran denken. So, liebe Schüler. Ach, jetzt fällt mir ein, hier die Kunst-AG. Die sollten doch auch morgen so eine Leinwand mitbringen. Wenn die das nicht machen, dann ist da wieder die Frau Szymanski ganz unzufrieden. Dann lässt sie das wieder an mir aus. Ich glaube, ich gehe nochmal los und kaufe ein paar Leinwände auf Vorrat, falls irgendein Schüler die vergessen hat. Dann gehe ich jetzt noch mal los. Ja, ich sorge mich da lieber mal drum. Oh, so, Feierabend würde ich sagen. Und die Klassen, ach, da habe ich jetzt die Klassenarbeiten keinen Bock drauf. Genau, da habe ich jetzt schon den ganzen Tag drauf gewartet. Denn die Schüler, die haben ja heute von so einem neuen TikTok-Trend gesprochen. Und den werde ich mir doch jetzt mal anschauen. So. Mhm. Oh, das sieht ja schwierig aus. Ob ich das auch hinkriege? Cool. Ach, das ist ja interessant. Da kann man sogar mit den Schülern, ach, da kann man sogar so ein Duell starten. Ach, das ist ja klasse. Dann studiere ich das doch mal ein. Dann kann ich ja vielleicht mit einem meiner Schüler das zusammen dann machen. Ha? Und hin. So. So. Ja. Ach, und da. Ach. Das hier. Oh, das ist aber schwer. Okay. Ja, und dann noch die Hüfte, so. Oh, das machen die Schüler immer? Okay, das war jetzt nicht so gut. Oh, huh. Ach, Mann, egal. Aufnahme, so. Vorne, links, hin und rechts. Die Hüfte kann ich.
Und hopp. Cool. So, das stelle ich mal direkt online. Das lade ich mal ins Internet hoch jetzt. So. Vielleicht habe ich ja bis morgen auch schon ein paar Likes. Ja, so, das war's. Das war's. 10 Arten von Lehrern zu Hause nach der Schule, wie man sich eben so vorstellt. So ganz genau weiß man das ja nicht. Aber manche sind eben noch mit den Gedanken voll in der Schule. Manche beschweren sich über die Schüler, manche über die Lehrer. Ja. Und manche versuchen einfach richtig cool und trendy zu sein und ein paar TikToks nachzumachen. Mhm. Wie stellt ihr euch das so vor, wie es so bei den Lehrern zu Hause aussieht? Und Frage. Eine sehr gute Frage. Kam dir irgendein Lehrer bekannt vor? Nee, also das Ding ist, ich weiß ja nicht, was die Lehrer zu Hause tun. Man stellt sich vielleicht immer irgendwas vor. Will man vielleicht auch gar nicht so ganz genau wissen. Nee, genau. Also ich denke, dass mit dem, dass sie dann noch Tests korrigieren und gestressen und so, das kann ich mir schon irgendwie ganz gut vorstellen. Aber ich glaube auch, viele kommen nach Hause und werfen erstmal die Tests in die Ecke. Weil so kommt mir das immer so vor, die kamen immer in die Schule und hatten einen Test verloren. Ein Test war irgendwie immer weg und so. Mhm. Also das kenne ich nicht. Nicht? Naja. Das sind immer nur ganz ordentliche Lehrer, die das eben ganz, ganz ernst genommen haben. Sie. Oder die Lehrer, die eben immer versuchen, mega jugendlich zu sein, irgendwie so mitzureden. Oder so. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Lehrer erkannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen findet ihr vielleicht am coolsten oder welchen findet ihr am nervigsten. Schreibt das unten rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, jetzt gerne Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Wenn noch nicht passiert, dann selbstverständlich abonnieren. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und viel Spaß mit den Outtakes. Tschüss. Wie kann man so blöd sein? D-O-O-F, doof. Eskalation. Das ist wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte, ne? Das sage ich dir.